Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Starbirds Marauders, unseres Let's Play Battletech Ironman Kampagnen-Gedöns. Wie ihr hier oben an den Tagen seht, ist ein bisschen Zeit verstrichen und vielleicht seht ihr auch hier schon, dass ich jetzt unter anderem einen Battlemaster erobert habe. Also es ist eine Menge passiert. Ich stelle mal eben den Spielsound runter. So, nicht, dass das zu laut ist gleich. Ja, es ist eine Menge passiert. Ich habe ein klein bisschen so weitergespielt und gute und schlechte Sachen. Also ärgerlich ist, hier einer meiner sehr guten MechWarrior ist gestorben, nämlich, Moment hier, Vision. Hatte nämlich schon super Stats und alles geil, aber ist ja halt leider verreckt. Und mit ihm zusammen irgendein Mech, den ich hatte. Aber dafür habe ich auch ordentlich Beute gemacht. Hier gehen wir eben einmal über die MechWarrior. Ihr seht, ich habe jetzt schon einige, die 10er Werte erreicht haben. Also 10 ist immer das Maximum in der Kategorie und mein aktuell bester müsste sein hier Rolex. Ihr seht, überall 10. Okay, ich kann sogar hier auch schon auf die 10 gehen. Also komplett 10. Ja, was ein bisschen ärgerlich ist, also es ist eigentlich ganz gut vorangegangen. Habe ich die ganze Zeit nicht gelevelt oder was? Und ich habe auch ein paar neue Leute angeheuert. Aber es gab Missionen, beziehungsweise Sprünge, die ich gemacht habe auf Planeten. Da hatte ich dann gar keine Mission. Aufgrund mangelnden Rufs und was weiß ich. Das ist sehr ärgerlich gewesen. Da habe ich nämlich quasi eine Menge Zeit verschleudert, wenn man so will. Zeige ich euch gleich mal auf der Karte. Mal eben noch gucken. Okay, den hatten wir gerade gemaxt. Er braucht noch ein bisschen. So. Starbird ist wieder voll lange ausgefallen zwischendurch, also der Leader, weil er irgendwie, ich weiß auch nicht, in der Mech wieder voll auf Schnauze gekriegt hat, aber naja. Auf der Star Map, ich habe ja eine Menge jetzt bei der Arano Restoration gemacht, also hier in dem Bereich, sieht zwar von den Planeten nicht so aus, aber ruftechnisch ging da einiges. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann guckst du jetzt mal, dass du hier in der Capellan Confederation, mal, bei den Capellaner mal so ein bisschen was machst. Ja, und hier ging nichts. Also hier waren überall Planeten, auch mit einer höheren Schwierigkeit. Ich hatte, also los ging es eigentlich mit so einem Contract, wo bezahlt wurde, dafür, dass ich dann dahin fliege. Habe ich gedacht, geil, machst du mal. Ja, und dann konnte ich da nur diesen einen Auftrag machen und mehr nicht. Das war ziemlich ärgerlich. Dann bin ich hier oben zu Planeten geflogen, wo so ein bisschen höhere Schwierigkeit ist. Also der hier zum Beispiel und der hier. Und da konnte ich überhaupt nichts machen, weil da bei allen möglichen Missionen entweder stand Restricted oder halt irgendwie nicht verfügbar. Das ist sehr ärgerlich und ich dachte eigentlich, weil ich ja hier bei Davion einen sehr hohen Ruf habe, dass ich hier an der Grenze zu den Kapellanern vielleicht auch einiges an Aufträgen machen kann. Ja, komisch, dass sie so nah zusammen... War aber nicht so. Naja, und deswegen ist ein bisschen Zeit draufgegangen, aber das Gute, es gab ein paar Missionen. Es gab eine super krasse Mission, da musste ich gegen 4 Assault-Mechs kämpfen, mit meinen nur schweren Mechs. Aber ihr seht's, ich habe die dritte Mech-Bay und ich habe ein bisschen Beute gemacht. Also inzwischen habe ich schon einige ziemlich geile Mechs und das hier war einer von den Assault-Dingern, die ich erbeuten konnte. Cyclops HQ. Kann nicht besonders viele Waffen tragen, ich habe maximal aufgepanzert, aber er hat hier so ein Gerät eingebaut, das da, Advanced Command Mod. Damit treffen alle besser, die in der eigenen Lanze sind und bekommen weniger Schaden. Dann hatte ich noch ausprobiert, denn das mit dem weniger Schaden, das hat der Marauder ja auch. Aber das deckt leider nicht. Also ich hatte mal, ich hatte einen zweiten Marauder und dachte, okay, wenn ich beide Marauder einsetze, hier, er hat plus Call Shot und er hat auch minus 10% Damage Lens, aber es deckt leider nicht. Denn ich meine, ist auch irgendwo ganz gut, weil wenn man jetzt sagen würde, ich nehme zwei Marauder und hier den Cyclops mit, ja, was soll das? Also dann habe ich minus 30% Schaden schon, dann habe ich irgendwie vielleicht noch Cover durch Wald oder so, dann habe ich, keine Ahnung, komme ich auf 50-70%, wenn der dann eingegraben ist, noch also gebraced. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, hier ist noch ein Battlemaster, der war noch nicht im Einsatz, befindet sich noch in Aufmunitionierung. Und ansonsten, tja, geht das schon ganz gut ab, aber es gibt jetzt immer auch mal ordentlich auf die Schnauze bei so Missionen. Kohletechnisch war ich fast pleite, ich musste einige Mechs dann verkaufen. Und mein neuester Plan war eigentlich, hier so ein Flashpoint zu spielen. Also sowas, wo einige Missionen aneinandergereiht sind. Und das sollte auch Teil des Videos werden. Also sowas hier, was dann so blinkt. So eben Flashpoint hier.
Ja, ging nicht, weil ich bin da angekommen, dann war der weg. Da dachte ich mir so, ja, geile Nummer, was jetzt so, Mission weg. Ich meine, die sind ja hier immer limitiert, also die laufen immer irgendwann aus. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mitgekriegt habe und der ist in der Zeit dann ausgelaufen oder so. Ich denke aber mal, fürs Video werden wir den hier vielleicht machen, obwohl der sehr leicht ist, aber einfach mal, damit ihr das so seht, wie das so abläuft. Und damit ich es auch sehe, ich glaube, ich habe bisher erst einen einzigen Flashpoint mal gespielt. Und ja, bevor ich das mache, werde ich aber hier die Contracts, die noch auf diesem Planeten sind, runterspielen. Hier mit einer sehr hohen Schwierigkeitsgrad, da bin ich echt gespannt. Vielleicht machen wir den auch direkt, weil warum nicht? Wir lassen das mal so stehen, weil ein bisschen Kohle bräuchte ich hier. Drakoniskombinat Minusruf. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Ich weiß nicht mehr genau, wie die innere Sphäre aufgebaut ist. Wo genau das Drakoniskombinat ist. Ich dachte eigentlich immer, da oben ist Steiner, da ist Drakoniskombinat und dann ist hier Sonnen, Kapellaner und Freie Weltliga. Aber ob das wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Was ist hier unten? Wem gehört das? Taurier. Ja, keine Ahnung. Also, aber irgendwie weiß ich nicht. Sehe ich hier noch nichts vom Drakoniskombinat. Und hier ist ja auch die Map begrenzt, wie ihr seht. Ich dachte nämlich, man deckt das weiter auf, aber offensichtlich macht man das nicht. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal diese fette Mission hier machen. Und ich bin sehr gespannt, ob das wieder sowas ist, wo ich voll auf die Schnauze kriege oder was vielleicht ganz gut klappt. Den HQ-Cyclops nehmen wir mal mit, einfach weil er gut Panzerung hat, ein bisschen LSR-Unterstützung und weil er die Lanze gut supportet. Der Archer ist einfach ziemlich geil. Kataphrakte geht so, gucken wir mal. Auf jeden Fall packen wir einen Marauder ein. Das ist der mit 2 PPK, 2 Lasern. Ja. Katapult hatte ich mal ausprobiert. Hat nur 2 LSR-20 und eine Menge Munition dabei. Ist ganz geil. Muss man aber gucken. Ne? Hat man natürlich nicht jetzt so die super Feuerkraft. Ich denke mal, wir werden. Oder hier, auch übrigens sehr geil. Ach ja, genau, der Grasshopper ist kaputt gegangen mit dem Piloten. Aber die Ausrüstung hier bei dem Black Knight auch. Alles voll MG und zu kleinen Waffen. Der geht richtig krass ab im Nahkampf. Könnte aber ein bisschen mehr Panzerung vertragen. Das war beim Grasshopper geiler, aber leider schon im Arsch. Deswegen, wir nehmen mal den Marauder mit. Ich denke, so haben wir eine ganz vernünftige Lanze. Also, wir haben einen super schweren, einen Assault Mac halt. Der aber nicht sehr viel kann. Wir haben hier einiges an Waffen dabei, das finde ich ganz gut. Und ja, wir gucken mal mit den Piloten. Ich lasse die, glaube ich, alle so. Wobei, ja doch, komm, wir lassen die mal so. Dann haben wir nämlich mal einen, der hier richtig abgehen kann. 305 Tonnen Drop Tonnage, richtig geil. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Missionstyp Battle, also einfach nur ein Kampf. Straightforward, einfach laufen und alles kaputt machen, ohne irgendwelche Besonderheiten. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also könnte recht easy gehen, könnte auch voll auf Schnauze geben. Ich hatte die Mission, wo es gegen die Assault Max ging. Da war ich zuerst total geschockt, als ich die gegeben habe. Da waren nämlich als Gegner drei Cyclops und ein Highlander. Und da dachte ich so, also Cyclops ist nicht der geilste Assault Mac. Aber ein Highlander ist schon nicht schlecht. Und ich meine, ein Cyclops, also dieser HQ nicht, aber die normale Cyclops-Variante hat zwar nicht so viel Panzerung, hat aber eine AK-20 dabei. Und AK-20 immer krass bei Battletech, einfach weil die so viel Schaden in einem Bereich macht. Und ja, dementsprechend war das auch. Und da habe ich gut auf Schnauze gekriegt, aber es ging halt. Mal gucken, was wir hier als Gegner kriegen. Ich meine, es ist nicht so, dass Assault Macs unbesiegbar wären oder sowas. Es kommt auch viel auf die Positionierung hier natürlich an und wie man sich bewegt, wie man wo steht. Allerdings haben Assault Macs die blöde Angewohnheit, nun mal in der Regel sehr gut gepanzert und bewaffnet zu sein. Oh, hier haben wir einen 100-Tonner als Gegner. Und das Problem ist, dass man die nicht so leicht rauskriegt. Also mit vielen mittleren Mechs oder so, da kann man sagen, okay, pass auf, wenn ich da irgendwie zwei fette Salven drauf schieße oder wenn ich es halt schaffe, mich da gut zu platzieren und den dann kriege oder so, dann kriege ich den schon fast raus. Das geht halt mit so Dingern nicht. Ja, und hier haben wir auch schon ein tolles Teil, eine King Crab, hat nämlich zwei AK-20. Das ist richtig krass. Ziemlich geiler Mech, ziemlich mächtig. Ja, der hat natürlich auch noch einen Large Laser LSR-15, ist nett, aber die beiden AK-20 sind halt krass. Deswegen sofort feuerfrei, alles drauf, was irgendwie geht.
Und dann gucken wir mal, wie weit wir den runtergebraten kriegen. Ja, hier der Cyclops, ihr seht die Bewaffnung, zwei Medium Laser und eine LSR-20, das ist so gar nichts. Aber ich habe den halt ziemlich aufgepanzert, weil, also waffentechnisch geht es so bei dem. Aber ich dachte mir, wenn ich da so einen Assault habe, der dann auch nirgendwo mehr wegkommt und dann ballern die mir den immer kaputt, da bringt es mir auch nichts, wenn der geil bewaffnet ist, aber die Waffen ganz schnell kaputt gehen. Deswegen dachte ich, okay, komm, machen wir ihn halt einfach nur zu so einem Supporter. Und gut ist. Tja, wie ihr seht, ich habe mit fast allen Waffen richtig gut getroffen und es hat einfach fast nichts gebracht. Hier kommt jetzt die Verstärkung, übrigens hier, Destroy Curitan Terrorists, ja, und Taurian Bounty Hunters, die sind, kommen wahrscheinlich jetzt gleich dazu. Ich weiß nicht, ob hier hinter noch welche sind, aber ja, ich bin froh, dass hier jetzt gerade nur eine King Crab ist. Und hier ist jetzt einer der riesen Nachteile an Assault Mechs. Der ist in der Initiative weiter unten natürlich als die schweren. Das heißt, ich kann meine drei schweren Mechs jetzt quasi nochmal bewegen, bis er dran ist, weil ich halt vorhin auch abgewartet hatte. So, und ja, im Prinzip heißt das eine zweite Feuerrunde für mich, bevor er irgendwas machen kann. Und ja, das nutzen wir natürlich aus. Geben ihm nochmal ordentlich. Dann kriegen wir nicht weit genug gedreht. Hier auch nicht, aber hier. Hören wir mal, hier hin. Eigentlich muss der gar nicht so nah ran, der Marauder, aber was soll's. Was man gegen so einen Mech eigentlich macht, ist so auf der Distanz zu bleiben, dass er die AK-20 nicht vernünftig schießen kann. Und man ihn dann quasi so runterprügelt, bis man da näher rangeht. Dass er einfach nicht mehr so gefährlich ist. Ja, genau das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe einfach voll dran. Und okay, da habe ich Glück, dass die KI wieder spielt wie Vollidioten. Wahrscheinlich weiß der Terrorist hier, oh, da kommen die Bounty Hunters, ja, und die muss ich jetzt angreifen. Aber mal ehrlich, also der hätte jetzt hier einen von denen, am besten den Archer, weil nur zwei Evasion-Marker und ziemlich im Freien, so angehen können mit den AKs. Also das ist halt, ja. Ist ein bisschen schade. Also ich meine, ist jetzt gut für mich, dass die KI da so blöd spielt, aber ist schon ein bisschen bescheuert. Weil ich meine, was soll das? Jetzt habe ich im Prinzip noch eine Runde frei, auf ihn drauf zu gehen. Das war jetzt gerade nochmal das Kurita-Zeichen, aber von da oben links kam der Beschuss. Hat er doch noch Verbündete dabei? Gucken wir gleich mal. Naja, erst, also King Crab ist unser erstes, oder unser Primärziel auf jeden Fall. Deswegen bisher Glück, dass ich keine AK-20 gefressen habe. Das soll auch so bleiben. Einmal kann ich noch alle schießen, dann wird er zu heiß. Der Marauder hat ganz gut was an Heatsinks dabei, weil ihr seht, normalerweise hat er ja sogar noch eine AK-5 dazu. Habe ich jetzt komplett weggelassen und nur in Panzerung und Heatsinks gesteckt. Erste Knockdown und ihr seht es auch schon, interne Schäden hat er auch. Ja, ich bewege mich mal eher hier rüber, weil alles kommt von links da an Verstärkung. Besser eins nach dem anderen. Hätte ich auch gerne als Beute den Mech, aber naja, wahrscheinlich wird da der Center zerstört werden, aber sehen wir nachher. Ja, und ihr habt es jetzt vielleicht gesehen, das waren jetzt, ich weiß nicht, drei Feuerrunden schon komplett mit allen Mechs. Okay, er fehlt noch mit allen Mechs, mit allen Waffen da drauf. Und trotzdem ist noch nichts wirklich kaputt. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Aber das ist halt schon krass. Ja, leider ist der Center zerstört. Ich habe jetzt auch gezielt drauf geschossen. Naja. Aber mal gucken, hier ist noch ein 80-Tonner. Okay, da werden auch noch Draconis-Kombinatseinheiten sein, weil offensichtlich findet ja hier auch irgendein Fight statt. Okay, Objective complete. Das heißt, der andere Draconis-Mech ist da jetzt gerade zerstört worden wohl. Nee, einmal nur Move und bitte Hitze runter.
Nein, scheiße, falsch geklickt. Hat er automatisch gemacht, weil ich noch, glaube ich, out of combat bin hier oder so. Okay, was haben wir hier in Leichen? Also einer auf der 4 und zwei Assaults, wenn ich das richtig sehe. Aber ich warte erstmal ab wieder. Sollen die ruhig erstmal ziehen und sich zeigen? Sehen wir hier schon was? 50 Tonnen, 75 Tonnen, naja, gut. Sollte nicht so das Problem sein. Habe ich die Tonnage jetzt nicht gesehen. Noch ein 70-Tonner und ein 65-Tonner. Okay, alles nur schwere. Ja, kein Problem. Easy Game. Machen wir alle kaputt. Okay, Marauder, immer geil. Auch der D. Naja. Egal. Einer nach dem anderen. Das meine ich immer mit straightforward. Also ich gehe jetzt hier auch einfach nur, ja, nur auf die Gegner zu und feuer, was das Zeug hält. Nicht großartig taktisch. Jetzt ist so der einzige Plan. Ich stelle den Cyclops jetzt mal ruhig nach vorne. Der hält alles Mögliche erstmal aus. Jetzt ist erstmal so der Plan, okay, ein Mech nach dem anderen. Da der Marauder ein bisschen zu weit vorne steht und sich hier schon gezeigt hat, dachte ich halt, ja komm, alles drauf. Obwohl er da dieses Guarded und Entrenched und sowas hatte. Disco-Hunchback, also der Hunchback, ich glaube P mit den 8 Lasern ist es wahrscheinlich. Jo, richtig krass. Aber macht mir keine Angst, Guard. Ich bleib weiter auf dem Marauder. Erstmal. Ich hätte vielleicht nochmal abwarten sollen, bis er sich bewegt, damit er hier seinen Guarded Entrenched verliert. Es sei denn, er wäre vielleicht stehen geblieben. Aber, na. Ich sag ja, einfach ganz easy. Einfach auf Schnauze. Ich gebe hier einiges an Schaden ab, immer durch diese Damage Reduction. Ich habe aber so viel Feuerkraft dabei, dass mir das relativ Latte ist gerade. Alle diese Mechs, die ich hier dabei habe, halten locker so eine Runde komplettes Feuer aus. Also es ist nicht ganz so schlimm. Ich sage AK-20 trotzdem immer kritisch, weil die bei vielen Mechs in vielen Bereichen direkt bis ins Interne kommen kann. Nur bei den fettesten Mechs ist das nicht der Fall. Aber trotzdem, die sind alle hier so relativ stark aufgepanzert. Da können die mal eine Runde Feuer einstecken. So, jetzt ist die Frage, was ich mache. Weiter auf den Marauder erstmal? Ich denke schon. Jetzt hat er nämlich auch seinen Guarded und Entrenched verloren, weil er nämlich umgekippt ist. Ich wähle bei den Call Shots immer gerne den Center einfach, weil er die höchste Trefferwahrscheinlichkeit hat und weil ein Mech halt eh zerstört ist, wenn der Center kaputt ist. Und ich meine, man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich versuche jemandem zum Beispiel gezielt Arme abzuschießen oder was weiß ich hier, die Torsen waren schon auf links, rechts, auf so ein Torso zu gehen oder so. Wieso wackelt der denn so? Der hatte doch eigentlich stabilitätsmäßig. Sieht ja lustig aus, weil die Stabilität ist ja in dem Moment, wo er aufgestanden ist, wieder hergestellt gewesen. Aber okay, jetzt hört es auf. Komisch. Ach, Amolo. So, weiter auf dem Marauder, obwohl er jetzt wieder dieses Entrenched und so hat. Aber der ist schon so offen und beschädigt. Der geht jetzt gleich down. Was mache ich mit meinem Marauder? So kriege ich den nicht. Machen wir einfach so ganz auf schlecht. So, jetzt muss ich aufpassen schon mit der Hitze. Ne, ich schieße einen Laser nicht, genau. Und im Idealfall in dem nächsten Zug einmal in Nahkampf. Dann baut er die Hitze fast komplett ab. Er hat halt keine Support Weapons oder sowas. Aber. Was war's? So, der Archer sollte ein bisschen auf Distanz, ja. Da der Pilot da drin so gut ist, ich bin ja hier jetzt schon ziemlich in der Minimalreichweite von der LSR, das wird aber komplett ignoriert, weil der eben so ein geiler Typ ist und alle möglichen, ja, das ist ja der komplette Zehner, ne, also. Da wird das quasi fast vollständig oder so gut wie vollständig ignoriert und, ja, dementsprechend schießt der die LSR auch mit voller Effizienz, obwohl er zu nah ist eigentlich. Was ziemlich geil ist. So, ja, und der Cyclops, der macht jetzt halt natürlich nicht mehr so viel. Okay, aber da auch ich hier mit Breaching Shot habe, werde ich halt die Laser hier hin, die LSR da oben hinschießen.
Trotzdem baut er schon Hitze auf. Ich glaube, der hat überhaupt keine zusätzlichen Wärmetauscher. Aber ist egal. Was bei so einem Assault Mech oder bei sowas wie dem Cyclops halt auch krass ist, man kann trotzdem auch mal zulangen. Ne? Also, ich stehe ziemlich nah dran. Ist, glaube ich, noch ein Kataphrakt gewesen. Ne? Steht ziemlich nah dran. Ich könnte mit dem jetzt auch gleich mal ruhig in den Nahkampf zuschlagen. Allerdings muss ich gucken. So langsam geht die Panzerung runter bei dem. Und, ja, und vor allem sogar auch im Center. So, der, ach Mist, wieder außer Reichweite. Okay, dann warte ich noch mit dem Marauder. Kataphrakt Archer haben wir noch. Deren Kataphrakt ist nicht wirklich, ich sag mal, entrenched oder so, aber ihm könnte man eventuell in den Rücken schießen. Muss ich nur hinkommen. Ja. Okay, dann geht's einmal hier in den Rücken. Gelegenheit nutzen. Wenn man in den Rücken schießt, ignoriert man jegliche Deckung und sowas. Ah, er kriegt ihn leider nicht. Der Archer mit den LSR indirekt. Oh ja, da können wir Folgendes machen. LSR hier indirekt und den Rest der Waffen halt hier hin direkt. Torso, Arm, alles Mögliche beschädigt Torso ab, also verliert er auf jeden Fall einige schon von seinen Lasern. Im rechten Torso ist die Hauptbewaffnung beim Hunchback, deswegen ziemlich gut. Das mit dem Marauder ist nicht so ideal. Ich wäre echt gerne in den Nahkampf jetzt gegangen. Denn jetzt kann ich hier nur so einen Blödsinn machen. Okay, schießen wir halt so. Fangen wir mit dem Kataphrakt schon mal an. Das ist okay, er hat noch nichts eingesteckt, deswegen kann er hier ein bisschen tanken. Okay, hier werde ich auch hier runter gehen. Dann kann ich dem nämlich auch die LSR in den Rücken schießen. Und die Laser halt noch sekundär aufs Kataphrakt. Jawohl, sehr schön. Also, wenn das alles war, wenn jetzt nicht nochmal Verstärkung oder so kommen, dann war das eine ziemlich einfache Mission. Wäre halt auch gegen Spieler zum Beispiel wieder total anders gelaufen. Wäre die King Crab da nicht abgedreht, sondern hätte mich halt ordentlich angegriffen, dann hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Ja. Anderes Spot etwas besser, aber ich will nicht, dass der in den Rücken kriegt. Geil, Bein ab, sehr schön. Und die Hitze geht jetzt gut runter gleich. Naja, also wenn die King Crab vernünftig gekämpft hätte gegen mich, hätte das vielleicht einen Unterschied gemacht. Und überhaupt, auch der zweite Draconis-Mech, den haben wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen, den haben die ja hier fertig gemacht. Ist es der da? Weil es rot ist? Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Ja, das ist das halt immer, ne? Also Spieler würden da sicherlich ein bisschen anders oder effektiver spielen als die KI. Aber andersrum gibt es da manchmal Missionen, die haben auch diese Vierer-Schwierigkeit und man kriegt voll auf die Schnauze. Also das gegen die vier Assault-Mechs, was ich hatte, das war derselbe Schwierigkeitsgrad. Und ja, ich habe die Mission kaum überlebt. Also ich habe sie geschafft, aber wie gesagt, ein Pilot tot, ein Mech verloren, zweiten Mech völlig im Arsch, zweiten Pilot ziemlich verletzt. Das war schon heftig. Ja, schießt er da in den Rücken. Aua, aua, sogar reingekommen, okay, und der hat ja einiges an Munition dabei, also das sollte eigentlich nicht unbedingt passieren. Ja, stell mal, er steht richtig scheiße so, aber das ist mir relativ flatt gerade. Zack, Kataphrakt weg. Einfach nur damit er ihm nicht in den Rücken kommt. Was er, glaube ich, nicht schafft von da. Nehmen wir mal in Nahkampf. Da könnte er jetzt dem Kataphrakt in den Rücken gehen, wobei der Cyclops direkt dahinter steht. Aber ist egal. Hier auch. Jetzt geht nämlich die Hitze wieder schön runter. So, der Marauder hat jetzt gerade keine Hitze, deswegen stelle ich den hier einfach hin und Vollgas. Man hätte Cold Shot im Center machen können, da hätte ich ihn vielleicht direkt schon zerstört, denn er war im Center schon offen. Aber halt dann in der nächsten Runde oder durch den Cyclops jetzt noch.
Machen wir mit dem Cyclops nochmal einen Nahkampfangriff. Rechter Arm, rechte Torso weg. Dem Archer wurde gerade in den Rücken geschossen, dann hat er jetzt die Erde, die Ehre, den zu finishen. Hier, Cold Shot Center, alles rein, bam, 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 weg ist er. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier an Beute abstauben können, ne? Wahrscheinlich ein Teil von der King Crab und ein Teil von dem anderen Assault. Archer muss repariert werden, blöd. Aber nicht ganz so schlimm. So, Kataphrakt, King Crab, Marodeur und Zeus war der andere. Okay, wir nehmen natürlich einen Teil Zeus. Marodeur, dann haben wir nämlich einen dritten vollständigen. Und die King Crab. AK-20 mit plus 20 Damage ist natürlich auch richtig fett. Ach, scheißegal. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir nicht. Also, das ist schon krass. AK-20 mit plus Schaden. Also hier, 120 Damage pro Schuss. Das ist schon ordentlich. Hätte ich gerne gehabt, aber ist relativ Latte. Ein Zeus ist eigentlich auch nicht so super geil. Also ist ganz nett, aber ist halt anfällig. Weil viel in den Armen ist und ein leichter Assault-Mech halt nur. Okay, das mit dem Marauder ist sehr geil. Jetzt kann ich nämlich hier einen von den kleineren rausschmeißen. Shadowhawk, zweiten Assassin. Ich schmeiße einen Griffin raus. So, der Archer wird repariert. Der Marodeur ausgestattet. Ja, und den werde ich relativ ähnlich machen wie den einen, den ich schon habe. Obwohl das hier ein echter D ist. Also mehr für Energie. Der kann hier keine AK tragen. Dafür mehr Energiewaffen. Und ja, wir werden es aber genauso machen. Den Large Laser wird er gar nicht kriegen. Wir panzern den nämlich jetzt weiter auf. Das ist ja nicht total übertreiben. Geben wir bis auf 46 Tonnen. 140. 46 Tonnen. Okay, dann nehmen wir hier wieder zwei runter. Hier auch. Und hier auch. So, perfekt. Sieht ganz okay aus. Und knarrentechnisch habe ich immer noch nicht ausprobiert. Dieses Coil-Ding. Keine Ahnung. Knarrentechnisch. Wir haben gerade recht viel PPC. Es gibt zwei PPC und zwei Medium Laser. Könnte man in Torso nee, ist Quatsch. Zack. Zack. Und den Rest werden wir mit Heatsinks vollpacken. Oh, hier, genau. Hier haben wir noch was, aber leider für ballistische Waffen alles. Haben wir irgendwas anderes Cooles? Armod ist für Melee Damage. Würde ich aber nicht unbedingt ihm geben. Hitzetechnisch. Ne, kein Jumpjet. Hitzetechnisch ist das, also ist jetzt eine Menge an Heatsinks hier drin. Trotzdem ist die Heat Efficiency nicht super. So ähnlich sieht der 3R, den ich da gebaut habe, nämlich auch aus. Aber ist okay. Also man kann den eine ganze Zeit schießen, da macht man halt einmal Nahkampf oder schießt einmal die PPKs nicht oder so, dann ist der wieder kalt. Das passt schon. So, die zweite Mission noch hier auf der auf dem Planeten. Hier mal für Marek, also für die Liga freier Welten zu arbeiten, wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber wir werden nach der Mission oben den Flashpoint machen. Hier wieder auf 3, damit ich auf jeden Fall einen kompletten Mech looten kann. Marauder Kataphrakt Cyclops, nehmen wir noch das Katapult? Nehmen wir mal einen von den kleineren. Die Schwierigkeit ist ja nicht so hoch. Ich werde auch Piloten austauschen. Hier nehmen wir den Mokassin, ist so ein relativer Lappen. Und den nehmen wir auch mal mit anstelle von Lumpy. So, aber welchen Mech kriegt er? Den Quicktor, den habe ich auch eher so auf Fire Support gemacht mit LSR und nur ein bisschen Medium Lasern. Ja, kriegt er mal den Quicktor. So, Kataphrakt Marauder nehmen wir mit. Cyclops bleibt auch und los geht's. Capture Base. Drop-Tonnage 295 Tonnen relativ hoch, ist aber ein bisschen irritierend jetzt, weil zum einen der Cyclops, finde ich, ist voll seine 90 Tonnen nicht wert. Also ich finde den Mech super geil. Ich finde den auch im Tabletop cool. Ich finde das Design cool mit diesem Zyklopenauge da. Aber ich denke, der ist seine Tonnage absolut nicht wert. Da gibt es wesentlich krasseres.
Oder zum Beispiel der Sprung zu einem 95-Tonnen-Banshee, am besten noch in der Steiner-Variante, ist riesig. Der weiß ich nicht, der macht zwei Cyclops platt oder so. Aber trotzdem, ich habe nun mal, und ich finde das auch ganz angemessen hier für den Unit-Leader, dass der in so einem fett gepanzerten Ding da sitzt und halt alles so ein bisschen sich anguckt und so. Okay, ich werde hier oben drüber gehen, weil da gibt es sicherlich Widerstand. Dann können wir nämlich schön immer da runterballern. Naja, und andere Mechs auch. Also auch der Quickdraw ist nett, ist okay, ist aber nicht total imbar. Also, ne, da. Ja, hier Turrets, bla bla, geh mir nicht auf den Sack, wir machen sowieso alles kaputt. Bei so Research Station, Pacify the Area Around ist klar und Defensive Turrets, okay, aber da wird mehr als nur die Turrets sein. Na, noch keine Sicht hier. Nö, kommen wir nicht in Sicht. Naja gut, dann machen wir noch mal eine Runde. Man hätte jetzt mit irgendeinem, falls ich das bei einem habe, ne, habe ich nicht, dieses, wie heißt es hier, dass man einen pingen kann. Taktische Dings, Sensor Lock, genau. Da deckt man nämlich, also wenn man so weit ist, dass einem sowas hier angezeigt wird, dann kann man den aufdecken. Und obwohl man keine Sicht hat, und dann kann man nämlich mit den LSR, die man hat, also die anderen, weil der Zug ist beendet, sobald man das gemacht hat, dann können die anderen nämlich schön indirekt schießen die ganze Zeit. Machen die Gegner sehr gerne, dass die mit einem Turm quasi Sensor locken und dann schießen die anderen mit den LSR schön da oben rein. Obwohl man keine Sicht hat. Ich gucke einfach nur, dass ich hier Schusspositionen kriege. Tja. Er kriegt keine, dann wird er einfach sprinten. Kriegt auch keine Schussposition. Das ist schon ein bisschen madig. Eigentlich doof, dann da vorne hinzulaufen, weil das sind schon ziemlich fette Türme hier. Vielleicht kriege ich wenigstens den einen hier weg. Nö. Du könntest jetzt ein bisschen auf Schnauze geben. Da ist sowas. Da ist ein Sensor Lock. Dadurch gehen direkt zwei Evasion Marker weg. Der Mech kann also besser getroffen werden. Und er ist sichtbar, selbst wenn er verdeckt wäre oder so. Das finde ich sehr nett von denen, dass die sich so aufteilen und nicht einfach, weil die LRMs hätten auch alle locker auf den hier schießen können. Ja, da kommen die Verstärkungen. Wir teilen mal auf, weil ich denke, dass eine LSR reicht. Machen wir mal so um. Ja, okay, hätten wir auch andersrum machen können, die kleinere da drauf schießen. Türme geben den verbündeten Max natürlich genauso Sicht. Das heißt, dass die von da hinten, genau, die können mich nämlich schon beschießen, sofern sie die Reichweite haben. So, Marauder, auf den Turm da hinten. Ja, machen wir mal. Ja, super. Eine PPK daneben. Hat sich wahrscheinlich zu viel bewegt, der Turm. Nochmal ein Sensor-Lock. Toll, das Kataphrakt kommt da nicht hin. Doch, hier war doch gerade eine Feuerposition. Irgendwo da. Ja. Wird alles, was er kann, auf den schießen. Restliche Waffen hier. Ist eigentlich dämlich, was ich hier mache, weil man sollte zusehen, dass man die Türme komplett wegkriegt. Weil solange irgendwas noch da dran ist an Struktur, können die halt schießen. So, Starbird. Hier haben wir Direktsicht, aber ich hätte es gerne andersrum, nämlich so rum. Genau, wir versuchen zumindest mal, dass wir die LSR dahin schießen und die Laser hier hin. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, aber vielleicht für den da hinten. Ja,
Okay, haben wir einen weiteren Turm weg und die LSR hier, also der LSR-Turm leider noch nicht, aber ist dann halt so. Das ist hier wieder sowas, ich denke, die Mission ist gut schaffbar, aber ich muss gucken, weil es gibt schon ganz gut auf die Schnauze. Das war jetzt ein Turm, aber ziemlich fett. Und da stehen ja halt, aua, hört doch mal auf damit. Und da hinten stehen halt noch Mechs rum, die ich dann auch noch kaputt machen muss. So, jetzt muss ich nämlich so langsam auf den Marauder hier aufpassen. Nicht nur wegen dem Kopftreffer, sondern vor allem, weil er auch einfach jetzt schon ordentlich Panzerung verloren hat. Die sollten sich jetzt wieder ein Sensor Lock drauf, wieder Evasion weg. Die sollten jetzt mal bitte auf einen von den anderen hier schießen. Stellen wir mal das Kataphrakt hier hin und hoffen, machen auch Vigilance und hoffen mal, dass die da eher drauf gehen. Na, sehr schön. Zweiten Sensor Lock auf den gleichen zu machen, ist natürlich völliger Blödsinn. Sehr schön. Denn jetzt müssen die eigentlich keine Sicht mehr haben, aber weil der hier Sensor Locked ist, genau, können die trotzdem schießen. Blöden Wichser. Archer. Nice. So, Cyclops, was machen wir mit dir? Bist ja hier Supporter und so. Eigentlich ist es doof, auf den Archer zu gehen. Ich warte erstmal ab, denn die haben einen Mech, der sich noch bewegen darf. Ja, okay. Macht keinen großen Unterschied. Das ist jetzt quasi letzter Zug in der Runde. Ich dachte, dass ich vielleicht noch was anderes sehe, noch ein anderes Ziel als den Archer. Ist zu weit weg für die Medium Laser. Stimmt, ganz vergessen, der Breaching Shot nimmt ihm ja das. So, das Kataphrakt ist eher dran, weil ich das Vigilance-Dings da drauf gemacht habe. So, was haben wir hier noch? Ein Black Knight, ein Orion, ein, keine Ahnung, sehen wir noch nicht, und halt den Archer. Der Archer hat das Dings, wir werden also, okay, hier könnte ich auch die Medium Laser mitschießen, gehe ich auf den Black Knight. Komm und gönn Precision Strike, einfach um hier auf gute Werte zu kommen. Hitze jetzt gerade egal. Noch ein Black Knight. Black Knight eigentlich ziemlich selten und also hier in dem Lore von Battletech, soweit ich das weiß, aber halt ziemlich geil. Okay, wir werden mal einmal nur die LSR schießen von wegen Hitze. Ich hätte jetzt sekundär die Laser noch hinschießen können, aber mache ich jetzt mal nicht. Alles ziemlich geile Mechs, die ich da als Gegner habe. Ich meine, meine Mechs sind auch geil. Aua, wieder voll auf den Marauder. Da wird bestimmt noch gleich irgendwas kaputt gehen. Warum nehmt ihr nicht mal einen von den anderen hier als Ziel? Okay, gehen wir mit dem Marauder weiter zurück. Dann schießen wir nämlich nur die PPK noch so supportmäßig. Auch mit ihm mache ich jetzt hier Vigilance, weil wenn die den jetzt irgendwie fokussen... Ah, man könnte auch gut auf den Orion jetzt gehen. Ja, den sehe ich nämlich gerade gar nicht. Okay, dann gehe ich gezwungenermaßen auf den Orion. Ich hätte natürlich lieber lieber erstmal den einen Mech da fertig gemacht. Also könnte ich sehr... Ja, machen wir so. Schießen wir die LSR auf den. Nee, hier, Multitarget. LSR auf den. Die Laser noch mit auf ihn. Ich meine, wir müssen sie alle kaputt machen, aber ich hätte ganz gerne, weil die haben die ganze Zeit halt noch ihre volle Feuerkraft. Wir werden ordentlich aufheizen hier. Das sind alles Mechs, die Hitzeprobleme haben. Und hier in der Wüstenumgebung, wo sowieso noch mehr Hitze entsteht,
ist das natürlich ja so eine Sache immer. Ich mach mal Reserve. Lass die sich erst bewegen. Jetzt gehen sie voll auf den Quick Draw. Geht doch mal auf den Cyclops, der hat doch noch genug Panzerung. Okay, dann bewege ich jetzt mal den Quick Draw, weil der nämlich kein Vigilance hier stehen hat. Könnte mit dem auch weiter hier nach hinten gehen. Das ist der unbeschädigte Black Knight. Der hat jetzt zu so viel Evasion dran. Mache ich sogar mal. Ich gehe in das Feld, da werde ich nämlich schwieriger getroffen. Ich treffe auch schlechter. Aber das ist nicht so schlimm. Weil ich treffe immer noch gut genug. Langsam muss ich mit der Hitze halt auch ein bisschen gucken, aber alles noch in Ordnung. Das ist der Marauder und hier ist das Kataphrakt, ist auch schon ziemlich heiß. Wenn ich rangehe, dann wird er wahrscheinlich gleich hinter mich laufen. Na, ich mache noch mal einmal Reserve, ich warte ab. Muss eigentlich gar nicht unbedingt ran. Ich würde nur gerne ran, damit ich dann gleich mal in den Nahkampf kann, weil auch das Kataphrakt ist schon total aufgeheizt. Archer ignorieren wir jetzt erstmal. Okay, stelle ich jetzt mal total provokant hier mitten rein. Okay, und ich kann alles auf 95% schießen, obwohl der sich bewegt hat und voll in Minimalreichweite steht. Aber das ist halt das Krasse, wenn ein Pilot so gute Werte schon hat. Aber er hat sich völlig überhitzt, schaltet sich sogar ab. Das heißt, ich treffe ihn jetzt total leicht. Geht er auch hier in das Feld rein. Ist nur auch schon total heiß. Nee, reicht nicht, muss ich so machen. Wenn Mac, sehr schön, wenn Mac abgeschaltet ist, kann man ihn direkt gezielt beschießen. Und trifft ihn, also Trefferwürfe sind total erleichtert. Hier geht das Kataphrakt hier rüber. Ich mach mal jetzt nicht, doch, ich hab's eigentlich. Komm, Arschlecken. Kataphrakt eigentlich noch ziemlich unbeschädigt oder ist sogar unbeschädigt. Beide hier, deswegen sollen die jetzt hoffentlich mal auf die beiden gehen und die beiden ziemlich Beschädigten hier mal ein bisschen in Ruhe lassen. Kataphrakt direkt nochmal dran. Scheiße, hätte ich mir das Vigilant sparen können. Wobei, nee, dadurch bin ich in der Initiative 1 hochgerutscht. Wird er mir in den Rücken gehen? Hier kann das nicht. So, bieten wir ihm mal den Kataphrakt als Ziel. Weil im Moment am leichtesten zu treffen ist er, so wie er da steht, mit nur einem Evasion und ohne irgendeine Deckung oder sonst was, was Schaden reduziert. Aber die schießen sich echt auf die beiden hier ein. Das finde ich nicht so geil. Der Quick Draw dürfte fast im Arsch sein. Also sieht ja hier schon ziemlich schlecht aus. Ja, das ist der Marauder. Jo, der Quick Draw ist fast im Arsch. Naja, mal gucken, ob er es überlebt. Wenn ja, cool. Oh, geil, hier synchron die Arme ab. Mega. Ja, viel mehr kann er nicht mehr. Hat, glaube ich, alle Waffensysteme verloren durch die Torso-Treffer. Ah, Marauder zu weit weg für Nahkampf. Ich mach mal Reserve. Vielleicht kommt er noch etwas hoch. Oh, shit. Trotz Schadensreduktion und allem, das Ding ist fast im Arsch. Also. Paar Treffer nur noch, dann ist der weg. Nicht ideal. Auf den Black Knight schon mal gehen, auch nicht ideal, mache ich aber trotzdem. Zack, direkt mit einem Angriff irgendwo intern. Ich meine, was macht der mit seinem Nahkampfangriff hier in dem Spiel? 100? Ja, direkt schon in den Beinen drin.
den Orion von hinten gehen. Bringt mir eigentlich nicht viel und er hat auch keine Waffen mehr. Ne, wir gehen eher hier drauf. Einfach um ihn schon weiter anzukratzen. Der Orion wird dann dadurch nochmal in Nahkampf können. Aber ist dann so. So, den Quick Draw werde ich weiter wegziehen und einfach nur noch zum Fire Support nehmen. Hoffen, dass, also der Archer kommt ja locker hin. Vielleicht reicht das auf den Orion. Ne, glaube ich nicht, weil der Center noch gepanzert ist. Aber, ne, schade. Wieder auf dem Marauder. Ich meine, da macht die KI jetzt gerade richtig, dass die jetzt nicht switcht und auf den Cyclops geht, weil den würden die, glaube ich, überhaupt nicht mehr down kriegen in dem Spiel. Auch auf die Gefahr hin. Nö, wir machen das hier. Einfach Nahkampf, wobei, nee, wir haben, ja doch, haben ja Hitze ziemlich hoch. Einfach einmal auf die Schnauze. Okay, oder war ein Tritt, dann aufs Bein. Small Laser hinterher. Geil, der Small Laser hat's gerichtet. Denn das Bein hat eigentlich jetzt zwar ziemlich egal. So, okay, komm, dann gönnen wir uns jetzt hier auch den Nahkampf. Toll. Geiler Typ. Ja, und das kriegt er dafür. Bein ab, Arm ab. Eieiei. ...115 Schaden sogar. Ach, hier ist wieder das Problem. Ich wäre gern dahinter gelaufen, aber die Map ist hier zu Ende. Das ist natürlich richtig scheiße. Tja, dann müssen wir mit dem Quick Draw jetzt mal hier ein bisschen Risiko eingehen. Weil ich glaube, eine Salve vom Archer auf den und das Ding ist im Sack. Ab. Interner Schaden, aber zum Glück nichts passiert. Das ist echt scheiße jetzt mit dem Marauder. Ordentlich Waffen weg, also die Hälfte der Bewaffnung halt verloren. Ja, komm. Dann Nahkampf. Rechter Arm, rechter Torso ab. Bein hat er auch schon weg. Das ist nicht schlecht. Und er kippt nochmal um. Das ist auch gut. Dadurch kriegt der Pilot nämlich einen weiteren Schaden. Ja, schade. Ist aber noch nicht raus. Hat genug Lebenspunkte. Weil ich glaube, drei oder vier hat der Pilot jetzt schon verloren. Oh, shit. Torso ab, auch Schaden für meinen Piloten. Ja, der Marauder auch fast erledigt. War der Archer heiß geschossen. Ja, Mist, beide kriege ich nicht. Doch so. Und dann machen wir nämlich schon mal Folgendes. Marauder macht eigentlich nichts mehr. Also gehe ich das Risiko ein. Steht halt super scheiße da. Aber was soll's. Stellen wir ihn auch noch scheiße hin. Dann können sie sich gleich das Ziel aussuchen, ob er den Marauder oder den Kataphrakt killt. Na nee, wir versuchen es mal mit dem Bein. Schade, trotzdem Center zerstört. Wäre das Bein ab, hätten wir den komplett erbeuten können.
Okay, sehr geil. Marauder im Arsch. Mal gucken, ob der Pilot überlebt. Das sehen wir erst hinterher. Hier, Computerpilot scheißt auch auf die Hitze, hat den total überhitzt, hat sich schon auch gut intern Schaden gemacht, aber sagt sich auch, Arsch lecken, einfach drauf. Tja, das ist natürlich echt schade. Komm, stellen den direkt davor. Jetzt finisht er noch. Ah, ne, okay, wegen der Hitze. Sehr gut. Ich dachte, jetzt finisht er noch den Quick Draw. Wieso kann der nicht da durch? Sehr geil. Jetzt gerne in den Nahkampf gegangen mit dem. Okay, gehen wir mal näher ran. Ist zwar ein bisschen doof mit den Reichweiten, aber ich unterlaufe auch seine Minimalreichweite, vielleicht, wobei er kann sich einfach noch bewegen. Okay, das war natürlich gut für mich. LSR ziemlich doof, aber egal, einfach drauf. Alle kann der eigentlich noch nicht sein. Also leer geschossen. Boah, ist das euer Ernst? Ich kann da echt nicht durchlaufen. Wieso kann er nicht hier durchlaufen? Meck zu fett. LSR fast alle. Ja, waren nur noch 5 Raketen. Haha, lustig. Rechte Torso im Sack. Sehr gut. Immer eine gute Idee, einfach vorm Assault Mech stehen zu bleiben, der volle Panzerung hat und einfach mal einmal zuzuhauen. Jawohl, das war's. Jo, dann gucken wir mal, ob der Pilot gestorben ist oder nicht von uns. Also der Marauder ist definitiv zerstört, weil das ja hier nun mal so eingestellt ist. Center Torso heißt, also Center Torso kaputt heißt, Mech ist zerstört, kann man nicht wiederherstellen. Nee, beide nur verletzt, aber 83 Tage und der andere für 30 Tage. Marauder im Arsch, Quickdraw muss repariert werden. Naja. So, was können wir denn erbeuten? Ganz viel tolles Zeug. Ich nehme diesen Laser hier, weil er einfach extra Schaden macht. So, und dann noch zwei Mech-Teile. Orion zwar nicht schlecht. Ne, ich nehme aber tatsächlich zwei Black Knight-Teile. Dann brauche ich nämlich nur noch eins, dann hätte ich einen zweiten Black Knight. Das ist gar nicht verkehrt. Black Knight ziemlich geil. Er wird mir jetzt hier sagen, ja, sorry, genau, Marauder ist destroyed. Quickdraw muss ich refitten, kann ich nicht einfach so reparieren, weil zu viel kaputt ist. Tja. So, zweimal LSR-Ammo und ein Laser ist raus. Okay, mehr ist nicht zerstört worden. Eigentlich ganz cool. Zweimal 3 Tonnen LSR-Munition hat er dabei und ist gerade trotzdem leer gelaufen.
könnte man überlegen, noch eine Tonne mehr LSR-Munition reinzupacken. Dann ist das einfach nur so ein Fire-Support-Ding. Mach ich mal. Ist zwar nicht geil, aber mal gucken. Vielleicht werde ich den auch gar nicht mehr einsetzen, sondern irgendwann hier rausschmeißen. Muss ich mal gucken. So, wir checken mal eben die Piloten. Ja, Brother kann hier auch schön auf die 10 gehen, ist aber jetzt erstmal echt lange, lange raus. Das ist echt schade. Er ist auch eine Zeit raus. Aber pilotentechnisch sieht es ja ganz okay aus. Also ich meine, ich habe ja einige Leute. Das ist noch okay. Ist nicht super viel. Übrigens, die Argo hat auch einiges an Upgrades gekriegt. Also hier vor allem Recreation. Das ist alles, was Moral nach oben macht. Oh, und wir haben gerade gar keinen Auftrag. Achso, weil ich so wenig Kohle hatte. Ja, machen wir mal hier Improved Library. Ich glaube, danach wird erst hier hinten so Pool und so ein Zeug frei. Das ist natürlich super geil. Okay, checken wir mal eben, war noch, nee, kein Contract mehr. So, dann würde ich sagen, werden wir jetzt tatsächlich mal hier dahin fliegen und dieses Teil hier machen, diesen Flashpoint. Mal gucken, ob das funktioniert. Kommt auch ganz gut hin, die Mechs sind beide wieder fertig, bis wir da sind. Haben da noch Marauder und Quickdraw, die weiter repariert werden müssen, das ist aber nicht so tragisch. Marauder ist, glaube ich, der eine neue gewesen, der refitted wird. Okay, was haben wir hier? Ein Event. Okay, alles wackelt irgendwie auf der Argo, also auf dem Kommandodeck. Ah, ich halte das nicht mehr aus, sagt zu Meyer. Das passiert immer alle 2,5 Stunden, wie nach einer Uhr, bla. Okay, und jetzt sagt Dr. Murat, jede 2,4 Stunden, um präzise zu sein. Und das immer nur, während die Argo Kette gibt. Warum können wir das dann nicht reparieren, wenn wir doch wissen, woran es liegt quasi, ne? Nach 17 Sekunden hört das Shaken, also das Gerumble da wieder direkt auf. Exakt quasi nach Plan. So, ich kann jetzt allen sagen, ja, kommt halt klar. Ich kann Dr. Murat sagen, ey, kannst du nicht nochmal probieren, das zu reparieren? Oder für 100.000, und weil ich schon Argo Structural Reinforcement habe, kann ich das Dings neu kalibrieren. Ja, machen wir, weil ich meine, 100.000 sind egal. Guck mal, hier Moral geht auch noch um einen nach oben. Finde ich alles geil und kein, nein, keine Risks. Ich kann das jetzt machen und bla, okay, super geil. Zack, fertig. Mega. Sowas ist ganz gut. Manche Events sind total teuer. Also ich hatte zum Beispiel mal hier Black Market, damit man den betreten darf bei den Piraten für 2,5 Millionen. Wenn man da einen super Ruf hat bei denen, da muss man, glaube ich, gar nichts bezahlen oder viel weniger auf jeden Fall. Aber für 2,5 Millionen dachte ich mir, nee, Junge, das lassen wir mal sein. Zumal auch sein kann, dass da echt, hätte es vielleicht eh nur Scheiße gegeben. So, und da sind wir angekommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt mit der Flashpoint-Mission. Da die Schwierigkeit da so gering ist, sollte das ja eigentlich irgendwie machbar sein. Beginn. One Man's Trash, was ist denn das hier? Okay, ja, okay, es war einfach quasi so ein verzweifelter Versuch dieser Einladung, die der Typ hier, es ist übrigens ein vertrauenswürdiger Klient, er war 90% sicher, dass ich noch nicht mal antworten werde, aber jetzt bin ich sogar hier und die Götter seien gepriesen, jetzt sagt Darius, ja genau, hier sind wir, also, worum geht's, Mr. Korbu, was müssen wir machen? Eine Holokamera, you're getting, okay, wir sehen jetzt gerade nur seinen Parrot statt ihn, das ist, weil er sagt, sein Com-System, da wäre irgendwie was im Arsch und das ist nur das Default-Picture, also das Standardbild, was immer angezeigt werden, okay, wir sagen, du wirst uns bestimmt jetzt nicht sagen, was das ist und so, okay, er sagt jetzt auf jeden Fall, was der Deal ist, er hat verbündete Associates, wie auch immer, aber niemanden, den wir kennen, niemanden, um den wir uns kümmern müssen. Aber die bezahlen richtig gut für alten Kram. Und damit sind Sachen gemeint aus der Star League-Ära. Also Star League ist das ist quasi, da kommen viele Mechs her, das war so Hochtechnologie, ist bei Warhammer 40k ein bisschen ähnlich. Es war mal besser und dann ist es runtergegangen, technologiemäßig und so. Und die Star League-Ära, das waren quasi so die goldenen Zeiten in der inneren Sphäre. Da war irgendwie alles toll, alle waren irgendwie verbündet, kein Krieg, allen ging's gut, hoher Wohlstand und dann ist irgendwann alles zerfallen. Aber ist das halt so.
Und er sagt jetzt, scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, solange das irgendwie aus der Zeit ist, wollen die das haben. Dann sage ich, okay, ja, da sind dann nicht die einzigen. Viele Leute würden ihren linken Arm für ein Stück Lost Tech geben. Ja, aber ich spreche, sagt er zu mir, über das Zeug, was wirklich einen Wert hat. Max, Raumschiffe, Laser, so Zeug. Aber seine Freunde, die wollen alles. Sogar auch tatsächlich wortwörtlich Müll. Und das bietet gute Chancen für Leute wie ihn und mich, denn hier ist der Deal, weit draußen im nördlichen Kontinent von Glentworth ist ein Island, also eine Insel, die Menlo Yoven genannt ist, und er weiß, dass da eine Starleague-Era Facility, also eine alte Starleague-Fabrik ist. Die Geier haben da schon lange ausgeschlachtet und Zeug geklaut, also alle möglichen Leute, aber es gibt immer noch Fleisch auf den Knochen, und er möchte, dass wir das für ihn holen. Okay, das heißt, hier ist so, Meyer sagt, ja, okay, das heißt, du hast uns jetzt hier für ein Lostech-Jagd hier hingerufen, ist ja toll. Wenn ich davon gewusst hätte, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht hier hingekommen, so halt. Moment. Das ist keine Facility, also keine Fabrik der Starleague Defense Force, also des Militärs der Starleague, sondern das ist ja das Schöne, weil da ja eben keine militärischen Sachen sind oder Sachen von militärischer Wichtigkeit, wird sich da niemand zeigen, der irgendwie Kraft einsetzt. Also da werden keine Mechs oder irgendwas sein. Wir müssen einfach nur, was ist eine Stapler Factory? Ich weiß es nicht. Sind es tatsächlich sowas wie Stapler? Keine Ahnung. Also es ist irgend so eine Fabrik einfach, und die bezahlen für alles, was ich da raushole. Scheißegal, was es ist. Okay, dann fragt er jetzt hier, der Young, ja, okay, wieso gehst du da nicht selber dahin und holst den Shit da raus? Dann sagt er, ja, nee, hier Selbstschutz. Es gibt so viele Gangs und Scavengers, also hier so Plünderer und so, die da kämpfen und sowas, das sind niemande, alles nur Amateure, die können auch nix und so, die haben auch keine tolle Ausrüstung, und bevor du fragst, nee, die haben auch keine Battlemax, deswegen du wirst höchstens in ein paar altgediente Panzer auf jeder Seite sehen, die auch irgendwie alle schon runtergerockt sind und so, deswegen mach dir keine Sorgen. Okay, jetzt kann ich hier nochmal sagen, also jeder Idiot mit einem Battlemech könnte das machen. Wieso sollen wir das jetzt machen? Warum hast du uns gerufen? Ja, weil ihr die Besten seid, und ich weiß, ihr seid die Besten, denn ihr habt ja einen Verbündeten hier beim Mercenary Review Board. Vielleicht habt ihr den schon mal, nein, er hat einen Verbündeten, vielleicht haben wir den ja schon mal gesehen, hier den Dings, also sagt irgend so einen Namen, sagen wir nee. Oder er sagt dann nee, habt ihr nicht? Ja, okay, also ich und Phil, wir haben auf jeden Fall ein Arrangement. Okay, er gewährt ihm irgendwelche Zeiten in seinem, was weiß ich was, irgendwas, und dafür versorgt er ihn hier mit guten Leuten, die Jobs für ihn erledigen machen. So, okay, und bla bla bla, jetzt geht's hier noch weiter mit Bestechung und hin und her. Wir nehmen sowieso den Job, deswegen Flashpoint Decision machen wir jetzt und los geht's. Im Verlauf dieser Flashpoints kann man nämlich, nicht bei allen wohl, aber man kann dann immer mal Entscheidungen treffen. Also den einen, den ich mal gespielt hatte, da ging es dann irgendwie um Verrat, da hätte ich denen dann weiterhelfen können oder ich hätte mich umentscheiden können. Gucken wir mal, was hier so ist. So, also, oh, wir können auch ein paar Missionen hier noch machen. Aber jetzt machen wir erstmal den Flashpoint. Ich lasse das, ist ja alles nix. Ich gehe wieder einen hoch, nein, wir lassen das so stehen. So, und was nehmen wir denn an Max mit? Und an Piloten vor allem. Okay, sind alles gute Piloten. Wir nehmen mal den Bailiff, der hat hier noch ein bisschen was aufzuholen. Der bleibt dabei. Und dann nehmen wir Musket. Und wir werden mal das Katapult mitnehmen, weil warum nicht? Dann nehmen wir tatsächlich mal den Black Knight. Und wir nehmen ein bisschen was, also hier. Was ist los? Unready, Lens. Wieso? Achso, ich habe ein Maximum von 200 Tonnen. Oh, und Maximum von 55 Tonnen pro Dings, was ich einsetzen kann. Oh, krass, zum Glück habe ich hier noch ein paar von den kleinen Mechs drin. Denn das wäre ja sonst schon problematisch geworden unter Umständen.
Ja, genau. So, jetzt einer hier, den Wolverine können wir noch nehmen. Okay, jetzt sind wir genau auf den 200 Tonnen. Aber zum Glück habe ich diese kleinen Mechs noch, sonst hätte ich das jetzt gar nicht spielen können. Und vor allem, wenn die jetzt welche von denen kaputt machen, okay, drei haben wir dann noch in Reserve. Also wenn es so bleibt. Bin ich ja mal gespannt. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Vor allem die Begrenzung der einzelnen Slots. Also dass ich auf einem Slot nicht mehr einsetzen konnte als wie zum Beispiel hier 55 Tonnen. Ich bin mir übrigens relativ sicher, dass wir da dann doch auf Battlemechs stoßen werden und nicht nur altgediente Panzer. Aber mal sehen. Darius hier sagt auch, okay, das sollte interessant werden. Okay, da soll wohl die Factory sein. Okay, wir werden schon direkt bedroht von so einem, der sagt irgendwie, ey, wenn du hier näher kommst, dann werdet ihr umgebracht. Jetzt sagt ein anderer aber, nee, das ist meine Insel und bla, und wenn wir hier irgendjemanden erwischen, dann bringen wir die um. Okay. Ist mir aber relativ egal, wir rennen da jetzt einfach rein und bringen selber alle um. Das sollten wir wohl hinkriegen. So, und da kommen die ersten Gegner. Tatsächlich alles nur Fahrzeuge bis jetzt. Nee, wir warten mal wieder ab. Jetzt haben wir hier einen LSR Carrier und einen Bulldog. Okay, der LSR Carrier muss auf jeden Fall weg. Scheiße, ist sogar noch dran. Ja, alles klar. Jetzt kriege ich die ganzen LSR in die Schnauze. Das ist nicht toll. Shadowhawk, glaube ich, auch das allererste Mal im Einsatz jetzt und habe ich sogar ganz geil bewaffnet. Also alles auf Nahkampf, aber finde ich schon ganz cool. Wir wollen den LSR Carrier. Warum kann ich den nicht sehen? Doch, den müsste ich sehen von da. Ne, tue ich aber nicht aus irgendeinem Grund. Ach so, weil da ein Hügel zwischen ist. Aber von da sehe ich ihn. LSR Carrier hält überhaupt nichts aus, genau wie der KSR Carrier ist auch super krass. Der hat, ich weiß nicht, 10 KSR6 oder 8 oder so, ich meine aber 10. Super krass. Aber halt nichts an Panzerung. Aber das ist auch sowas, wenn der um die Ecke kommt, einmal seine ganzen KSR schießt, hat er das Potenzial, selbst einen richtig fetten Mech sofort zu zerstören. Deswegen, LSR und KSR Carrier sind ziemlich, ziemlich krass. Jetzt machen wir die auch noch fertig. Haben wir da? Striker und Striker. Okay, gehen wir mit ihm schon mal weiter hier hoch. So, wir haben hier da die Inbesitznahme gestartet. Halte die ganzen Scavenger, also die ganzen Räuber und Plünderer hier auf Abstand und beschäftigt. Dann können wir nämlich da jetzt in Ruhe looten. Alles klar. Hier habe ich Sicht, stehe ich ziemlich scheiße da oben, aber ist egal. Hat sich nicht gelohnt, reicht auch nicht.
Narc ist ein Ding, was die. Okay, ich habe alles und jetzt kann ich mich schon verpissen. Also er hier oben hat das, hat den Loot. Wo ist die Evac Zone? Da. Dann wird er doch mal schon mal in diese Richtung sprinten. Nee, Narc ist so ein Ding, wenn das irgendwie dran ist, dann treffen Raketen, die danach geschossen werden, den Mech leichter oder so. Also es ist wie so ein Markierungsbeacon. Mist, jetzt habe ich einen zu weit übersprungen. Ich hab jetzt irgendeine Scheiße gelootet und die kann gar nicht fassen, dass die sich jetzt hier über Monate darum gekloppt haben. Also hier diese verfeindeten Banden. Gut, das war jetzt irgendwie nicht großartig, was hier die Mission. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, Loot eigentlich ziemlich egal. Oh, hier ist eine verbesserte KSR-4. Ja, keine Ahnung, nehmen wir noch die LSR fertig. Weiter geht's bei diesem Flashpoint. Okay, er freut sich, dass wir wieder da sind. Wir haben Staplers. Ja, okay. Er hat ein kleines Problem. Die beiden Typen, die da mit ihren Banden da gekämpft haben, die haben Leute da zu ihm geschickt und jetzt soll ich ihn wahrscheinlich beschützen. Genau, er ist eingesperrt und die haben sich jetzt quasi verbündet gegen ihn. Und ja, jetzt müssen wir ihn wohl beschützen. Okay. Er hat einmal den einen angeheuert, dann hat er den anderen angeheuert. Die sind aber alle abtrünnig geworden und deswegen, naja, jetzt sind wir da, wo wir sind und jetzt hat er halt uns angeheuert und wir sollen jetzt quasi seine alten Vertragspartner platt machen. Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße, was ein Spast. So, und jetzt habe ich halt zwei Optionen. Ich kann da direkt reingehen und alles kaputt machen. Simple Plan. Man kann nicht viel mehr als 30 oder 40 Tonner einsetzen. Okay. Oder Option B, Tricky Route. Er sagt, er würde aufgeben und dass ich den Schatz abgeben würde. Und wenn die sich zeigen mit ihren fetten Assault Mechs, um zu kämpfen, dann gehe ich da rein und bringe die alle um. Und er sagt jetzt, ja, aber du hast doch gesagt, die haben doch gar keine Mechs. Okay. Ja, hatten sie auch nicht. Aber okay, wir nehmen natürlich Option B, weil. Okay, wir könnten jetzt hier auch noch für Option C quasi gehen. Aber wir nehmen Option B und gucken mal, gegen was wir da kämpfen können. Eigentlich würde ich ja lieber diesen Typen da fertig machen, weil das ja offensichtlich ein ziemlicher Spast ist. Okay, offensichtlich kann ich jetzt zwischendurch doch irgendwie was anderes machen. Wir gehen mal mit dem Loot eins hoch. So, und jetzt können wir auch wieder fette Mechs einsetzen. Dann machen wir das doch auch. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den Archer mit. Der Battlemaster ist ready, aber den kriegt den hier Starbird selbst, ich quasi. Cyclops lassen wir zu Hause, brauchen wir nicht. Nehmen wir das Katapult mit für Fire Support. Und nicht den Phoenix Hawk, sondern. Trebuchet für noch mehr Fire Support. Das ist doch geil. Wobei, nee, nicht Trebuchet, wir nehmen den Thunderbolt. Weil der kann alles ein bisschen, der hat auch ganz gut Panzerung. Das ist doch nice. Okay, los geht's. 285 Tonnen Drop Tonnage, Battle. Schwierigkeit nur 2. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier wirklich krass Gegner kommen oder wirklich viel ist mit Assault Max. Vielleicht einer. Oder vielleicht ist das wieder sowas, die
nicht wirklich aufgepanzert sind dann. Ah, das sehen wir gleich. Okay, er hier sagt auch, der Darius, ja, die sind zwar ja irgendwie verbündet, aber er würde ja darauf wetten, sobald die den Köder, also die wissen ja keiner, dass es ein Köder ist, sobald die irgendwie den Loot sehen, wird sich das wieder ändern und die kämpfen bestimmt gegeneinander. Mal gucken. Ich hoffe ehrlich gesagt nur drauf, dass wir jetzt hier vielleicht Assault-Teile abgreifen können. Okay, die unterhalten sich jetzt. Er hat ja echt lange genug gebraucht und bla bla bla. Okay, so, aha. Okay, Sumaya sagt, ja, wenn du jetzt hier da einen Sensorscan machst, dann siehst du, dass da Crates sind und da ist der Loot. Jetzt sagt er, oh geil, da ist das ja. Und der eine sagt jetzt, ey geil, ich nehme das. Ich bin als Erster da. Jetzt sagt der andere, nein, nein, ich werde das nehmen. Okay, das heißt, die kloppt sich jetzt, aber ich soll diese Forces hier, also beide, oder erstmal diese Streitkraft da wegmachen. Wahrscheinlich kommt die andere dann gleich dazu. Bin ich mal gespannt. Ja, wie ich es mir dachte, er hat einen Assault Mac, einen 95 Tonner, möglicherweise eine Banshee. Das ist, glaube ich, hier so der 95 Tonner, der immer mal mitspielt. Okay, da kommt jetzt gleich der Motsch, also der andere. Ja, und ansonsten hat er nur leichten Kram dabei. Zwei leichte Macs und halt so ein Panzer da noch. Gucken wir mal, was das so wird. So, mit wem schießen wir denn zuerst? Wir gehen mal mit dem Thunderbolt nach vorne, weil warum nicht? Spider und Spider. Ja, ich hätte warten sollen, bis er sich bewegt. Aber okay. Gehen wir halt schon mal auf die Spider, was soll's. Warten jetzt mal ab und gucken mal, was da kommt. Eine Banshee, wer hätte das gedacht? Ist auch, ich sag mal, nur eine Banshee 3E. Die ist nicht so stark bewaffnet. Die hat eine AK-5 PPK und ich glaube einen Medium Laser. Ne, Small Laser sogar nur. Ist eigentlich relativ gut gepanzert, diese hier jetzt nicht. Und relativ schnell. Aber, tja, die wird jetzt halt fertig gemacht, ne? Also diese Banshee in der Standardvariante ist halt nicht so viel, hat nicht so viel Battle Value, deswegen kann man die ganz gut einsetzen im normalen Tabletop. Also so war es zumindest halt immer. Aber die Steiner Banshee, die, weiß ich nicht, fast doppelte Wert ist wie die hier oder so, ist ultra krass bewaffnet. So, aber guck mal hier die Bewaffnung von meinem Battlemaster. Ist das nicht geil? Large Laser und ich glaube 6 Medium, 246 genau, und Small und eine KSR-4. Und alles kriegt er jetzt auf die Schnauze. Hitzemäßig geht sogar auch noch. Und ich meine, beim Battlemaster habe ich sogar, nee, hatte ich, irgendwo habe ich diesen A-Mod nämlich mal eingebaut, wo man dann quasi erhöhten Schaden macht beim Schlagen. Kann aber sein, dass es beim Grasshopper war, der jetzt schon im Sack ist. Ah, nee. Wobei, es ist ja das Katapult, der könnte eigentlich auch stehen bleiben, ist richtig. Ja, wir gehen hier hin, haben wir fette Trefferwahrscheinlichkeit. 2 LSR-20. Okay, der Pilot ist schon raus. Sehr schön. Das heißt, die Banshee könnten wir theoretisch direkt looten. So, jetzt ist Motsch angekommen. Und hier, Young hat gesagt, ja, erinnert mich dran, dass wir diesem Ed, also unserem Arbeitsgeber, irgendwie mal einen reinhauen müssen. Sehe ich genauso. Und ich meine, mit der Mechstärke und mit den Piloten, die ich zu diesem Zeitpunkt hier habe, ist das auch alles kein Problem. Okay, er dreht ab und will seinen Erzrivalen angreifen. Das ist auch alles kein Problem. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte selber vielleicht, man wäre so eher weiter am Anfang, so das Stärkste, was man hätte, wäre so ein 50-Tonner oder so. Dann ist so eine Banshee selbst mit weniger Panzerung und sowas natürlich alles schon nicht so easy game. Also da muss man dann doch ein bisschen aufpassen. Gehen wir mal auf den Panzer. Ultra AK-5 hat der dabei, wäre auch eine coole Beute. Also diese Knarre. Ja, gönnen wir mal hier Precision Strike. Jawohl, diese Spider ist kaputt und das ist das halt. Also mit so fetteren Mechs
zerlegt man halt so einen kleinen Kram. Das ist dann irgendwie nicht wirklich ein Problem. Ja, wählt man hier einmal so einen Precision Strike. Okay, jetzt sind jetzt hier nur 55% Trefferwahrscheinlichkeit, aber der hat auch halt nicht viel Panzerung, so ein kleines Ding. Und das machst du irgendwie zweimal, dann ist der auch hinüber. Ja, sogar getroffen, trotz dieser geringen Trefferwahrscheinlichkeit. Der Battlemaster, wie ich den gebaut habe, natürlich voll auf Nahkampf. Also er ist nicht der langsamste, ist aber auch nicht besonders schnell. Mega fett gepanzert, ihr habt das, glaube ich, gesehen, 1540 oder 1520 Panzerung hatte der. Also es ist richtig, richtig viel, viel mehr geht nicht für diese Tonnage. Und ja, dann halt alles auf Nahkampf. Oder was heißt Nahkampf? Sagen wir mal auf geringe Reichweite, ne? Also mit den ganzen Lasern und so. Hier werde ich ziemlich im Minimal schon sein. Hier ist gut. Da habt ihr das gesehen, ein Feld weiter vorne hätten die LSR nur 40 oder 45% gehabt. Hier haben sie jetzt 80. Das ist doch in Ordnung. Das ist beide aber noch nicht zerstört. Jetzt wird sie wohl zerstört. So, und jetzt habe ich natürlich noch keine Sicht auf die anderen. So, dass mein Katapult nicht wirklich was machen kann. Gehen wir einfach mal hier hin und warten. Was haben wir hier für eine Tonnage bei den Gegnern? 35, 20. Wo ist denn der Assault? Oder bringt er keinen Assault mit? Ach, scheiße, war der letzte in der Runde. Ich dachte nämlich sonst abwarten, was die machen, aber naja. So, hier sehe ich beide. Ah, da hinten ist noch was. 85 Tonnen. Könnte auch ein Battlemaster sein. Panther. Locust. Ah, wir werden Folgendes machen. Ein so, denn dann haben wir, glaube ich, bei beiden Breaching Shot. Ja. Oh, die haben auch vollständige Panzerung, aber ich meine, es sind auch kleine Mechs. Thunderbolt geht einfach geradeaus und alles drauf hier. Toll, Large Laser daneben, sehr schön, nicht. Tja, der Archer sollte auch etwas näher ran. Kann ich jetzt nur die beiden LSR schießen? Könnte ich auch aufteilen, dann habe ich nämlich wahrscheinlich auch wieder Breaching Shot. Ich weiß immer nicht, ob ich das bei allen habe. Ja, habe ich, sehr schön. Oh, cool, Glück gehabt, direkt den Center kaputt. Ich meine, war ja schon beschädigt. Gerade durch die LSR-20-Salve. Zwei Large Laser und LSR. Was ist das mit 85 Tonnen? Puh, gute Frage, weiß ich gerade nicht. Ich meine, eine Battlemaster-Variante gibt es nicht, die zwei Large Laser hat. Was hat denn sonst noch 85 Tonnen? Weiß ich gerade gar nicht. Zeus Victor haben 80. Keine Ahnung, sehen wir gleich. So, das Katapult wird jetzt voll auf den Panther hier gehen. Vielleicht reicht das schon für den, weil ich meine, 2 lässt jetzt 20. Nö, reicht nicht, trotz Munitionsexplosion bei dem. Okay, dann wird der Thunderbolt da. Ah, okay, hier hätten wir sogar schon Sicht auf den Assault. Ein Stalker, super geil. Den hätte ich ja gerne. Mega geiler Mech. Guckt euch mal diese Bewaffnung an. Ist der Standard-Stalker. Hat natürlich massive Hitzeprobleme so. Genau, der hat 2 Large, 2 LSR-10, 2 KSR-6, 4 Medium Laser. Das ist schon richtig fett. Ist auch nicht ganz aufgepanzert hier, zu meinem Glück wieder. Seht ihr da an den Anzeigen, das ist jetzt nicht wirklich ein Energiebalken. Ich glaube auch nicht, dass ein Feld für einen Bereich jeweils ist. Aber es ist als so generelle Übersicht ganz gut, finde ich. Sollen wir schon mal auf den Stalker gehen?
Ja, machen wir den Battle Master, ziehen wir ja noch nach. Da kann nämlich sein, dass ich mit dem den Panther finishen kann. Stalker hat dann zwar massive Hitzeprobleme, aber wenn der sich richtig hinstellt und einfach mal einmal alle Waffen schießt oder so, dann ist echt Gazala so. Das ist schon ordentlich. Okay, totaler Overkill. Hätte ein Laser gereicht. Naja. Alter! Schießt er dem jetzt genau einen Arm ab? Das ist doch Kacke, weil da muss der jetzt wieder repariert werden. Längere Zeit. Naja. Stück zurück, LSR drauf. Kann sein, dass er jetzt schon umkippt. Ne. Jetzt müsste er in der Initiative einen runtergehen, weil er umgekippt ist. Genau, minus eine Initiative. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann ich den Battlemaster gleich vor ihm ziehen. Scorpion, aber wir gehen aber jetzt voll auf den Stalker. Torso im Sack, beiden aber nicht getroffen. Na Mist, ist trotzdem vor mir dran. Ist in der gleichen Initiativphase, aber ist halt vor mir dran. Oh, aua, aua. Okay, Glück gehabt. Weil Nahkampfangriff immer von so fetten Dingern ist nicht geil. So, Stalker, und das war's wohl. Ja. Center destroyed, das heißt, da haben wir maximal ein Beute. Heißt, wir können wahrscheinlich gleich die komplette Banshee wirklich looten. So, er freut sich, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Wir haben beide umgebracht, haben immer noch den Loot. Wir werden jetzt alle mit einem netten, fetten Paycheck, also mit fetter Bezahlung, hier weggehen. So, und Yang sagt, ja, das glaube ich erst, wenn ich es wirklich sehe. Und jetzt sagt er, ey, du wirst nicht lange warten müssen, wenn wir jetzt so nett wären und das Treasure ihm geben würden, dann gibt er das seinen Handelspartnern. Und dann können wir alle in den Sonnenuntergang fliegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt ja jetzt bestimmt noch irgendein so, ahaha, doch nicht oder keine Ahnung. Keiner verletzt, bisschen XP, der Thunderbolt muss halt repariert werden. So, aber Loot. Drei Banshee-Teile verfügbar, wir haben sogar schon eins. Stalker-Teil haben wir noch gar keins. Haben wir eine Ultra-AK? Nee. Okay, dann werde ich Folgendes machen. Ich nehme zwei Banshee-Teile nur, weil wir dadurch ja trotzdem einen kompletten haben. Und schon mal ein Stalker-Teil, weil ein Stalker kann man sich ruhig mal gönnen. Okay, haben wir auch noch Panther gekriegt. Ist ja kein kompletter Mech, sind immer nur Mech-Teile. Ne? Aus drei Teilen besteht immer ein Mech hier. Also man hat dann immer so Mech-Teile, die man quasi erbeutet. Und ist dann ein bisschen vereinfacht, dass man keine Doppelten hat oder so, sondern die sagen einfach, okay, wenn du drei Teile zusammen hast, dann kann er hier das Ding nämlich zusammenbauen. Ja, und deswegen sagt er hier, besserer Speed und alles als die meisten anderen Assault Mechs, war eher für Close Combat, also für Nahkampf gedacht. Es hat halt fette Panzerung und krasse Melee-Attackenkapazität, aber halt dafür schlechte Feuerkraft, und der kann immer noch oder flankiert werden von feindlichen leichteren Units, weil so schnell ist er dann doch wieder nicht. Okay. So, also, wer steht zu seinem Wort? Ed Corvo macht das, sagt er. Okay, er ist da in Touch gegangen. Okay, er hat das Zeug weitergegeben, und er sagt, ich werde bestimmt ganz glücklich sein mit meinem Anteil. Sie sagt hier, okay, ich bin ja schon begeistert darüber, dass wir überhaupt bezahlt werden. Okay, jetzt fragen wir noch, ja, wer sind denn deine Associates?
Okay, High Status Leute, sagt er. Warum die den Schrott haben wollen, wer weiß das schon, vielleicht symbolisch. Ja, sonst wüsste er nicht, was da dran sonst toll sein sollte. Was sind Staples? Sollte man mal gucken. Ja, jetzt keinen Bock. Ja, wie viel kriegen wir? Okay, er verpisst sich nach New Avalon. Das ist genau, da steht es auch, das ist der Hauptplanet der föderierten Sonne, also von Davion. Okay, jetzt haben wir ihm natürlich auch noch einen Gefallen getan, dass wir da seine Kontrahenten oder diese Leute da alle ausgeschaltet haben. Okay, er sagt, er wird jetzt nichts mehr mit Max und Leuten, die damit zu tun haben, machen, weil er will einfach nur noch Ruhe und Frieden. Und jetzt sagt sie, ja, okay, das ist auch bestimmt das Beste und bla bla bla, alles klar. Ja, okay, dann kriege ich jetzt auch nochmal Kohle. Okay, er sagt, jetzt müssen wir wahrscheinlich mal Tschüss sagen. Danke nochmal, du hast mir hier nochmal geholfen. Okay. Ja, ich sage jetzt nochmal, ja, ich lasse ja nicht zu, dass meine Klienten gekillt werden. Er findet das toll, und wenn wir jemals auf New Avalon sein werden, sollten wir nicht nach ihm gucken. Aber wir sollten auf ihn trinken. Okay, goodbye. Dann. Vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal wieder, bla bla. Dann. Okay, und was kriege ich? Bonus Reward, 500.000 und Armor Plus. Okay, plus Melee Damage, das ist gar nicht schlecht. Sogar für die Banshee schon mal nicht schlecht. Eine verbesserte PPK. Zwei Dragon-Teile. Ich hatte schon einen. Heißt, wir haben einen kompletten Dragon zusammen. Comm-System. Eine verbesserte AK-5 mit Extra-Schaden. Und nochmal Armored mit plus Melee-Damage. Das ist gar nicht schlecht. Jo, das ist echt nicht schlecht. Okay, den Dragon werden wir vielleicht auch mal einsetzen. Die Frage ist nur, was schmeiße ich dafür raus? Einen von beiden Assassins vielleicht, weil man zwei nicht unbedingt braucht. Oder wir scrappen den Quick Draw hier. Ja, das mache ich. Dann haben wir 60 gegen 60 Tonnen getauscht. So, kohlentechnisch sieht das gerade gar nicht so schlecht aus. Mech-technisch auch nicht. Wir haben die ersten Assaults, also eine Banshee, den Cyclops und den Battlemaster, den wir gerade gesehen haben. Der Battlemaster im Moment von den drei sicherlich der krasseste, alleine schon von den Waffen. Wobei Banshee nominell das fetteste Teil ist. Aber wie ihr jetzt sehen werdet beim Refitten, da kann man nicht super viel reinpacken. Er hat vier Auxiliary, also Support-Weapon-Aufhängungen. Das heißt, das sind Waffen, die mitschießen im Nahkampf. Das werden wir auch ausnutzen. Ein für Raketen, ein für ballistische Waffen, zwei für Energie. Ja, und dementsprechend werden wir ihn auch ausrüsten. Also wir werden dem auf jeden Fall mal Small Laser geben. So viel wie es irgendwie geht. Da sehen wir schon ein Problem. Wenn wir hier einen Small Laser reinpacken, nehmen wir einen Slot weg für ein Medium. Aber ist dann halt so. Wir werden den weiter aufpanzern, weil wenn der nämlich in den Nahkampf gehen soll, da muss er auch ein bisschen was aushalten. Mal gucken, ob wir dem noch eine AK oder irgendwas mitgeben. Da haben wir noch gut Platz. Gucken wir, dass wir auf 81 Tonnen kommen. Machen wir mal so. Okay, also ziemlich fett gepanzert. Durability super hoch. So, vier Small Laser, das heißt, die schießen immer alle mit, wenn man zuhaut. Der wird auf jeden Fall diesen Arm-Mod kriegen. Frage ist, ob wir dem 2 geben können. Wahrscheinlich schon. Plus 10 Milli und nochmal plus 20 Milli. Das heißt, wenn der zulangt, dann macht der richtig, also er macht 30 Bonusschaden im Nahkampf und der hat eh schon einen hohen Nahkampfschaden, weil er halt 95 Tonnen wiegt. Das ist ziemlich geil. Einzige, was halt so eine Sache ist, dass wenn so ein Arm kaputt geht, dann haben wir nichts, um die Dinger hier zu ersetzen. Wir haben hier noch einen Arm-Mod mit plus 15 Mili.
Okay, machen wir mal so. 15 und 20. Das heißt, der haut richtig ordentlich zu. Platz haben wir genug. Das Ding, der Mod wiegt quasi nichts. Aber ist halt echt wertvoll. Ja, und jetzt haben wir aber das Problem so, wir haben jetzt noch ein bisschen was frei. Könnten dem jetzt halt noch eine Wumme geben. Passt hier eine AK-10? Ja, schade, nicht mit Munition wirklich. Oder wir müssen ein bisschen bei der Tonnage runtergehen. Man könnte aber gucken, dass man ihm eine geile AK-5 gibt. Plus Accuracy und hier die mit der Extraschaden, mit dem Extraschaden. Dann geben wir ihm mal 2 Tonnen AK-5 Muni. Dann geben wir ihm noch ein Medium Laser. Cool wäre jetzt halt noch ein zweiter Medium Laser anstelle von dem Small. Ist auch nicht geil. Also er soll schon irgendwie ran in den Nahkampf. Wenn ich jetzt hier den Medium reinpacke, den Small raus, hätten wir noch eine halbe Tonne über. Mit der halben Tonne kann man eigentlich nicht viel machen. Halbe Tonne Panzerung noch. Aber ist eigentlich Quatsch. Man könnte auch anstelle von einem Medium Large Laser nehmen, weil das ist, also es passt beides von der Aufhängung her. Das ist egal. Ein Slot ist ein Slot. Aber dann passt es vom Gewicht natürlich nicht mehr. Könnte man aber trotzdem überlegen. Large Laser AK-5 gar nicht schlecht. Aber dann müssten wir wieder mit der Panzerung runter. Das ist natürlich doof. 3 Tonnen zu viel. Man könnte hier eine Tonne rausnehmen. Hat man immer noch 2 Tonnen. Nee, aber ich will nicht 2 Tonnen Panzerung runter machen. Das ist Blödsinn. Nee, wir werden dem einen einfachen Medium Laser geben. Vielleicht haben wir hier auch noch was, was extra Schaden macht. Nee, leider nicht. Dann kriegt er einfach nur einen normalen Medium Laser. Hier auch noch einen. So, und die letzte halbe Tonne stecke ich dann tatsächlich noch in Panzerung. So. Wobei, wir machen mal hier 2 weg. Ja, 2 drauf. Dann machen wir noch 2 weg. Und 1, 1. So gefällt mir das. Also das Ding ist jetzt fast maximal aufgepanzert. Ist natürlich waffentechnisch für so einen fetten Mech, also es geht nur noch 5 Tonnen schwerer, ist das lächerlich. Aber wir gucken mal, wie sich das ausgeht. Also vielleicht kann der gut Einheiten verkloppen. Das ist so die Idee dabei. Und er ist halt super gepanzert. Aber wie gesagt, wir müssen mal schauen, ob das wirklich so gut hinkommt oder nicht. Kostet uns fast nichts, der Umbau. Aber diese Sachen, wenn die verloren gehen, also die A-Mods, dann ist das natürlich richtig bitter. Aber werden wir sehen. Er soll den mal fertig machen. Marauder Thunderbolt, die werden alle fertig gemacht. Das ist geil. Den Dragon können wir noch refitten. Das machen wir. Oh, das sah ja geil aus hier, das Camo. Gucken wir uns gleich nochmal an. So, der hat 2 ballistische, 2 Energie, 2 Raketen, 2 Support-Aufhängungen. Eigentlich alles gar nicht schlecht. Ich denke, wir gucken mal, ob wir hier vielleicht mal eine AK-10 reinbauen können. Aber nur eine normale. Eine AK-10 kriegen. Dann 2 Tonnen Munition dazu, weil AK braucht immer ein bisschen was. Dann soll der noch Raketen kriegen, wobei er ist jetzt von der Tonnage schon recht hoch. Was mit AK-10, 2 Medium Laser ist halt nicht geil. AK-10, 2 Medium Laser, Tonnage machen wir noch, also durch Panzerung auf 56. So, ist nicht geil gepanzert, aber etwas besser als Standard. So, und 2 Tonnen haben wir noch. Eine KSR-2 und 1 Tonne Munition wäre das, ist aber Quatsch. Dann wäre ich ja schon wieder eher bei zum Beispiel 2 Small Lasern. Oder ich guck mal kurz, ob es eine halbe Tonne MG-Munition gibt hier. Nämlich, was auch geil wäre, ja, wäre nämlich 2 MG, halbe Tonne Munition und halbe Tonne noch auf Panzerung. Dann sollte der absolut keine Hitzeprobleme kriegen. Also wird er wahrscheinlich auch so nicht, aber wir sehen das ja von der Efficiency hier. Dann geben wir ihm 2 MG. 1, 2. Geben ihm eine halbe Tonne MG-Muni und genau, panzern ihm noch ein bisschen mehr auf. Okay, finde ich gar nicht so verkehrt. AK-10, 2 Medium Laser ist nicht schlecht. Ein Dragon ist relativ schnell. Ist in Ordnung. Also ich meine, ist halt ein 60-Tonner nur, ne? Sieht aber ziemlich geil aus. Also das ist schon cool.
Und ich hatte euch das ja mal gesagt mit dem Cockpit oder mit den Kopftreffern oder so. Er hat jetzt zum Beispiel, obwohl dieses Teil hier so vorsteht, das Cockpit da oben drauf. Das zählt als Kopf. Beim Archer ist es genau andersrum. Der hat auch, warte mal, hier haben wir doch einen Archer. Der hat auch so eine langgezogene Schnauze. Aber der hat das Cockpit dann hier vorne drin. Da ist dann Kopftreffer, aber trotzdem natürlich nicht da oben, sondern dann ist dieser Bereich gemeint. Also man geht bei allen Macs, egal wo das Cockpit ist, davon aus, dass der Kopftreffer, ihr seht das am Schema, sieht das immer so aus, obwohl es beim Archer ja eher hier wäre, da so, geht man halt davon aus, dass Cockpit-Treffer halt der Kopfteil sind, egal wo auch immer das sitzt. Ne? Okay, ich würde sagen, für heute war es das mal. Wir gucken noch mal einmal auf die MacWarrior, weil es da doch ein paar XP gegeben hat, wenn auch nur 2000 bei dieser Mission. Bei den fetteren gibt es nämlich 4000 hinterher, also hatte ich schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob das hinterher noch weiter hochgeht. Ein weiterer 10er Schütze. Starbird hat jetzt, okay, es hat auch fast alles auf 10. Ja, und dann, wir gucken mal noch ins Store und kurz in die Hiring Hall und dann war's das mal. Was können wir hier Tolles kaufen? Hm, Jägermech, Teil, Rifleman, Zeus-Teil, haben wir schon mal einen gelootet, da wäre ein zweiter Teil. Irgendwas Besonderes an Equipment, auch ein A-Mod, den werde ich einfach mal direkt kaufen, ist nämlich ziemlich billig. Verbessertes Gyro, dann wackelt der nicht so leicht, auch geil, holen wir uns. Legmod holen wir auch einfach mal. Ich bin nicht so der Fan von Todessprungattacken, weil man auf jeden Fall auch immer selber Schaden kriegt und halt potenziell umkippen kann. Aber scheißegal, machen wir halt mal. So, irgendwelche besonderen Piloten? Ne, hier haben wir, geil, Junge, den Tarzan. Alter. Alles klar, Tarzan wird angeheuert. Einfach, weil er Tarzan heißt. Tranquility auch geil, aber Tarzan natürlich noch besser. Dune Red. Naja gut, okay. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal. Wir haben hier noch einiges an Contracts, die wir machen können. Sogar auch einen mit relativ hoher Schwierigkeit. Hier haben wir einen 5er. Das ist schon ziemlich krass. Sowas will ich aber nicht angehen, ohne irgendwie genügend Assault Max vorrätig zu haben. Und auch richtige, nicht solche Scheißdinger wie hier Banshee und Cyclops. Aber okay, hier sind ja noch ein, zwei Missionen dabei, wo es, oder drei sogar, wo es ordentlich, vier, okay, wo es ordentlich Bezahlung gibt, die alle eine hohe Schwierigkeit haben. Vielleicht sehen wir die im nächsten Video, vielleicht mache ich die auch schon mal so und gebe euch dann wieder eine Zusammenfassung oder so. Für heute war es das auf jeden Fall erstmal, wer bis hierhin durchgehalten hat. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.